Hallo und herzlich willkommen hier bei Optionsstrategien TV. Mein Name ist Jens Rabe und heute möchte ich mit euch über das Thema Flexibilität sprechen. Und zwar geht es heute um Regeln und wie man diese Regeln, je nachdem wie erfahren man ist, auch ein bisschen auslegen kann. Und ich werde euch das heute mal an einem Praxisbeispiel zeigen, was relativ simpel ist, was viele von euch kennen, aber wo ihr, glaube ich, das Prinzip ganz gut erkennt, wann kann man flexibel sein, wann sollte man eher nicht flexibel sein. Das alles und mehr jetzt im Video. So, ihr seht, ich halte hier mein Buch in Händen, ne? Und das ist jetzt keine plumpe Werbung, sondern das hat etwas mit diesem Video zu tun. Nichtsdestotrotz will ich euch eins noch sagen, wer das Buch noch nicht hat, aktuell legen wir jedem Buch, was wir verschicken, erstens signiere ich dann für euch und dann legen wir jeweils noch eine CD rein, und zwar unser Basiskurs, den haben wir nämlich noch jetzt ein paar gefunden, als DVD, sonst gibt es den ja nur noch online. Das heißt, wer zurzeit dieses Buch hier bestellt, der kriegt nicht nur eine Signatur, sondern auch diese DVD noch mit dazu. So, aber jetzt ist der Werbeblock beendet. Mir geht es um was ganz anderes. Und zwar, wenn ihr so ein Buch lest, wie meines, ich lege das jetzt mal weg, oder auch irgendein anderes, dann sind ja in vielen Trainingsstrategien Regeln beschrieben, ne? Und da ist zum Beispiel jetzt hier die Regel beschrieben, dass man eben an einem bestimmten Punkt seine Verluste realisieren sollte, dass man an einem bestimmten Punkt seine Gewinne mitnehmen sollte und so weiter und so fort, ne? Und warum wird das gemacht? Also warum habe ich zum Beispiel diese Regeln hier hineingeschrieben? Stellt euch mal vor, jemand fängt gerade an, Auto zu fahren. Ne? Das ist also das allererste Mal, dass er anfängt, Auto zu fahren. Das heißt, er geht in eine Fahrschule und der Fahrlehrer erklärt ihm, wie das alles so funktioniert. Sie setzen sich rein und dann wird der Fahrlehrer diesem Fahranfänger extrem enge Regeln aufstellen. Wer sich von euch noch an seine Fahrprüfung erinnern kann, ne? Bei mir ist das jetzt auch schon ein paar Jahre her, dann wisst ihr doch noch alles, was man damals machen musste. Ne? Überprüfen, dass der Sitz richtig eingestellt ist, kann man im Spiegel alles erkennen, Schulterblick. Ich weiß noch, als ich bei der Bundeswehr war, da mussten wir sogar noch die ganzen Blinker kontrollieren und dieses ganze Zeugs. Ne? Und dann galt es doch extrem eng, sich an die Verkehrsregeln zu halten. Beispiel, an der Autobahn oder auf der Autobahn ist 100 km/h erlaubt. Und wenn ihr eben eine Prüfungsfahrt hattet bei der Autobahn oder auf der Autobahn, dann solltet ihr auch bitte 100 km/h fahren. Und eben nicht 105 oder 110 oder 115, sondern genau 100. So. Und warum macht man das? Naja, ganz einfach. Einsteiger in jedem Bereich, egal ob das jetzt Trading ist, ob das jetzt Autofahren ist, irgendetwas anderes, sind ja zu Beginn relativ überfordert. Das muss man einfach so sagen. Erinnert euch mal an eure allererste Autofahrt. Ne? Okay, da ist also rechts das Gaspedal, dann gibt es die Bremse, dann gibt es die Kupplung, der linke Gang, wo war der? Der erste Gang, der war links oben. Übrigens, wer mal einen Opel hatte, ne, einen alten, der weiß bestimmt noch, wie der Rückwärtsgang war. Schreibt mir mal in die Kommentare, wie war der Rückwärtsgang beim Opel? Ne? Ich hatte mal einen Opel Kadett, ewig her. So, das heißt, aber überlegt mal, was da alles für Dinge auf euch einprasseln, auf was ihr alles euch konzentrieren musstet, also wie die Bedienung in dem Auto funktioniert. Dann musstet ihr rausschauen, dann musstet ihr euch an alles, musstet ihr euch auf alles konzentrieren. Ne? Jetzt ein paar Jahre später setzt ihr euch in das Auto, müsst ihr noch darüber nachdenken, wenn ihr schalten wollt, wenn ihr ein Schaltauto habt, dass ihr auf die Kupplung treten müsst, wie ihr das machen müsst mit dem langsamen Anfang am Berg und so weiter. Ne? Das ist euch alles in Fleisch und Blut übergegangen. Und deswegen fangt ihr jetzt natürlich auch an, die Regeln ein wenig zu dehnen. Das Beispiel wieder, 100 km/h auf der Autobahn erlaubt und ihr fahrt eben vielleicht 115. Okay, weil da wisst ihr, naja, okay, wenn ich da geblitzt werde mit ein bisschen Toleranz, das kostet nicht mal Geld oder vielleicht nur 10 Euro, also deswegen kein Problem. Und das heißt, aufgrund eurer Erfahrung könnt ihr jetzt einfach Dinge ein wenig anders machen. Der Einsteiger dagegen, der ist natürlich diesen ganzen externen Einflüssen ausgesetzt, dass er sich sehr, sehr strikt an Regeln halten muss, weil er sonst komplett durchdreht. Stellt euch mal vor, der Fahrlehrer sagt, naja, komm, pass auf, du kannst auch mal, wenn keine Polizei in der Nähe ist, da kannst du auch mal 115 fahren oder wenn es keiner sieht am Sonntagmorgen, da kannst du auch mal 130 fahren oder 170. Ne? Also das würde doch einen Fahranfänger komplett überfordern.
Und genauso ist es im Trading. Und deswegen werden im Trading auch in vielen Trading-Büchern ganz, ganz starre, feste Regeln aufgestellt. Und dann kommen manchmal Leute her und sagen, also ich mache das jetzt schon seit 10 Jahren und diese Regel, ich nutze das ganz anders. Manchmal mache ich das so und manchmal mache ich das so. Und das versuchen sie dann Neueinsteigern zu erklären. Was hat das zur Folge? Dass der Neueinsteiger komplett verwirrt ist. Der Neueinsteiger ist komplett verwirrt, weil er jetzt plötzlich gar nicht mehr weiß, was soll er denn machen. In seinem Buch, was oder in seinem Lehrgang, wo er war, in seinem Webinar, in seinem Video, was auch immer, hat er eine Regel bekommen und mit dieser Regel kommt er klar. Warum? Weil er sich ganz einfach daran halten kann. Wird diese Regel immer das Allerbeste sein? Nein. Aber mit dieser Regel schafft er, wenn es eine vernünftige Regel ist, zu überleben am Finanzmarkt. Genauso wie im Straßenverkehr, er überlebt. Und nur darum geht es. Er muss am Anfang überleben, um Erfahrung sammeln zu können. Beim Autofahren sind das eben viele Kilometer. Beim Trading sind es viele Trades. So, je länger du jetzt dabei bist, umso mehr kannst du diese Regeln auch ein bisschen dehnen. Das heißt, wenn es am Anfang heißt schwarz-weiß, wird es mit der Zeit immer mehr grau. Ne? Da gibt es weiß, da gibt es schwarz und in der Mitte sehr viel grau. Und je erfahrener ein Händler ist, je mehr er wirklich erfahren hat, je mehr er gesehen hat in den Märkten, je mehr er Trades er gemacht hat, umso mehr sich das hier entwickelt hat. Damit meine ich jetzt nicht die dicke Plauze, sondern dass das Bauchgefühl eingestellt hat. Warum? Weil es Muster wiedererkennt, weil es Dinge wiedererkennt, die schon mal in der Vergangenheit abgelaufen sind. Ne? Umso mehr kann er erfolgreich auch mal Regeln ein bisschen auslegen. Ne? Kann man sagen, jetzt gehe ich mal mit meinem Stop ein bisschen weiter weg. Hier lasse ich mal, machen wir irgendein Beispiel, die 100%-Grenze mal bis 120% oder vielleicht auch mal bis 200% laufen. Wohingegen ein Anfänger damit überfordert ist einfach. Ne? Und ich will euch das mal an einem Beispiel erklären, weil wir dazu zuletzt immer mal Fragen bekommen haben. Und zwar, wir machen mal eine ganz simple Sache. Wir gehen davon aus, du hast eine Aktie, die steigt und du nutzt sowas ganz Simples wie ein Short-Put-System. Ne? Was mich übrigens sehr freut, das Short-Put-System, das ist ja jetzt keine Erfindung von uns. Ne? Also einfach zu sagen, okay, du hast eine Aktie und dann verkaufst du irgendwo hier einen Put, weil du diese Prämieneinnahme haben möchtest. Das haben wir ja nicht erfunden. Das ist ja was es schon immer gibt. Ne? Aber dass das Short-Put-System heißt, also SPS, das haben wir uns mal ausgedacht. Und ich finde es natürlich jetzt toll, wenn ich jetzt in ganz vielen Blogs und so weiter immer mal wieder lese, wir nutzen das Short-Put-System. Ne? Große Klasse. Also das freut mich immer. So, genau wie ich jetzt ganz viel lese immer von IVR, wo wir auch die Ersten waren, wo ich so denke, das ist doch schön, wenn man sieht, wie sich Optionswissen verbreitet, ne? Wie das immer mehr Leute nutzen. Also ich finde das eine ganz, ganz tolle Sache. So. Jetzt hast du hier diese Aktie, du hast hier diesen Put verkauft und jetzt hast du dir beispielsweise als Regel aufgestellt, wenn ich mit 50% im Gewinn bin, dann realisiere ich meinen Gewinn. Warum ist das so? Naja, es gibt statistische Untersuchungen, das haben zum Beispiel die Jungs von Tasty Trade gemacht und die haben halt untersucht, wenn man diese klassischen Standardstrategien nutzt, also 45 Tage Restlaufzeit, erste Standardabweichung, ja, Markt im Aufwärtstrend, dass man dann, wenn man bei 50% seine Gewinne realisiert, dass das am optimalsten ist. So. Und deswegen würde ich einem Einsteiger auch immer empfehlen, das genau so zu machen. Ne? Versuch 45 Tage zu machen, versuch an die erste Standardabweichung zu kommen, versuch bei 50% deinen Gewinn mitzunehmen. Je länger du jetzt dabei bist, umso mehr kannst du diese Regel anpassen. Das heißt also, es kann durchaus mal sein, du bist mit so einer Position 30% im Plus und jetzt merkst du, oh, der Markt wird schwierig, ne? Der Markt scheint ein bisschen nach unten zu gehen. Dann wirst du vielleicht auch sagen, weißt du was, komm hier bei 30%, bevor mir da jetzt wieder der Gewinn weggenommen wird, ziehe ich einfach mal die Reißleine und nehme die 30% mit, weil was ich habe, das habe ich. So, andererseits kann es auch mal passieren, der Markt zieht plötzlich wie verrückt durch. Wir sind so richtig in einer Hosse und du sagst, hey,
warum soll ich jetzt bei 50% hier meine Gewinne mitnehmen? Weißt du was? Komm, ich lasse das bis 90% laufen, weil dann verdiene ich ja viel, viel mehr und habe viel mehr Puffer für einen Trade, der auch mal wieder schief gehen kann. Ne? Und das ist ein klassisches Beispiel, dass jemand, der Erfahrungen hat und einordnen kann, wann es mal Sinn macht, von der Regel mal auf diesen Weg oder auf diesen Weg abzuweichen, dass der das tun kann. Der Einsteiger, der ist vollkommen überfordert, weil der wird jetzt als nächstes fragen, ja, warum denn jetzt aber 30% oder 90%? Was mache ich denn, wenn es 45% bin? Nehme ich dann schon mit oder warte ich noch auf die 50%? Was ist es denn, wenn ich 90% habe und jetzt geht es wieder zurück auf 80%? Ihr versteht, was ich meine. Ne? Das heißt, der Einsteiger sollte sich, das ist zumindest meine Erfahrung, sollte sich sehr, sehr stur an Regeln halten. Auch wenn das bedeutet, dass dann nicht jeder Trade optimal ist. Aber insgesamt, wenn es ein vernünftiges Regelwerk ist, wird er damit auf Dauer am Markt überleben und Geld verdienen. Und je mehr ihr Erfahrung gesammelt habt, je besser ihr in diesem Geschäft werdet, umso mehr könnt ihr die Regeln auch ein bisschen auslegen, könnt ein bisschen das eurer Persönlichkeit anpassen. Und ohnehin ist unsere Erfahrung, meine Erfahrung die, nimm heute 100 angehende Trader, lerne denen ein System mit komplett den gleichen Regeln, gebe denen das gleiche Geld, lass die auf die gleichen Märkte los und du wirst nach einer gewissen Zeit, nach 6 Monaten oder einem Jahr, sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse haben. Obwohl alle das gleiche gelernt haben, obwohl alle das gleiche Regelwerk haben. Ne? Und wir wissen alle, das Pareto-Prinzip, das können wir nochmal in einem extra Video auch machen, wenn es euch interessiert, wahrscheinlich nur 20% Geld verdienen werden, 80% werden verlieren. Die schieben es natürlich aufs System, was blöd ist, weil warum verdienen dann die 20 was? Aber selbst die 20% werden die Regeln verändert haben, für sich angepasst haben. Der eine ist eben so, dass er sagt, weißt du was, ich bin so ein Statistiker, 50% nehme ich meinen Gewinn mit. Der andere sagt, ich kann das relativ gut deuten, ich variiere hier mal ein bisschen. Ne? Und das ist genau der Punkt. Und jetzt, das, was sollt ihr aus diesem Video für euch persönlich mitnehmen? Frag dich bitte, wo stehe ich? Bin ich ein Einsteiger? Dann solltest du sehr, sehr strikt nach Regeln handeln. Und lass dich da auch nicht verrückt machen von Leuten, die sagen, ich mach's anders. Auf deinem Level ist das genau das Richtige, dass du dich an die Grundregeln hältst. Bist du ein bisschen fortgeschrittener, ne? Dann kannst du mal anfangen, die Regeln so ein bisschen nach Gefühl zu variieren, aber übertreib's noch nicht. Und wenn du jetzt natürlich sehr, sehr lang dabei bist, dann hast du es ohnehin gemacht, dass du die Regeln etwas auf, oder was heißt etwas, zu 100% auf deine eigene Persönlichkeit, auf deine Trader-Persönlichkeit angepasst hast. Und genauso muss es auch im Trading laufen, weil so läuft es auch im Leben. Ne? Jeder, der Fahrschule macht, sollte eigentlich theoretisch mit den gleichen Fähigkeiten auf die Straße losgelassen werden. Und ihr wisst es alle, der eine ist ein besserer Fahrer, der andere ist ein schlechterer Fahrer, der eine fährt forscht, der andere fährt vorsichtig. Das ist nun mal so. Und genauso ist es halt beim Optionshandel, beim Trading, egal was ihr macht. Das war's für heute hier mit diesem Video. Ich hoffe, ihr konntet für euer Trading daraus was mitnehmen. Ich spoiler mal an der Stelle ein ganz klein bisschen. Gerade was die 50%-Regel betrifft, noch ein paar Tage, 2 Wochen ungefähr. Und dann geht's los, kleine Konten 5. Freut euch also drauf. Ne? Ihr werdet das sehen, das werden wir hier auch natürlich im Kanal entsprechend ankündigen. Bis dahin, ich wünsche euch alles Gute, viel Erfolg an den Börsen. Wir sehen uns wieder beim nächsten Video. Danke fürs Zuschauen, danke für eure Zeit. Tschüss, Servus, macht's gut. Bye, bye.